dahin. Ach, jetzt habe ich jetzt die Stelle mehr ausgesucht. Ja, hier kommen ja noch Fenster rein. Ich will hier nur erstmal sicher sein. Oder eine Wände, ein paar Wände haben. Nee, geht nicht. Mist. Jetzt geht's aber, komm. Gut. Ich würde gerne hier ein bisschen terraformen. Ich glaube, da haben wir auch ein bisschen zu wenig Erde mitgenommen, oder? Das ganze Wasser baue ich jetzt hier zu. So, ich hoffe, ich mache die Aufnahme nicht zu lange, weil sonst habe ich zu viele Folgen. Ich muss nämlich zugeben, ich nehme ja gerade am 3.11. auf und ich weiß nicht, wann die ganzen Folgen herauskommen. Oh, eine Hexe. Jetzt trinkt sie wieder einen Trank hier. Na komm. Spendiert uns ein bisschen Redstone, weil wir noch keinen gefunden haben. Und da ist eigentlich jetzt Skyblock auch viel geiler geworden. Da kann man nämlich jetzt auch in Skyblock sich Redstone farmen. Ich habe nämlich nebenbei hier gerade eine Skyblock-Welt auch. Da kann ich Redstone farmen, Glowstone und alles. Kriege ich alles von den Hexen und auch Glasflaschen. In Skyblock kann man auch theoretisch brauen. Wenn man im Nether eine Koordinate geht, wo eine Festung wäre und da Lohn farmt. Oh. Da kann man dann brauen vielleicht. Also den Braustand craften. Na gut, aber man kriegt ja keine Netherwarzen. Das ist ja eben das Schlechte. Ich glaube, die Awkward Potions kann man auch aus anderen Sachen machen, oder? Oh. Oh, oh, oh. Komm, ich mach den erstmal weg, bevor der uns hier nochmal erschreckt. So, da wird es also jetzt hierbei wahrscheinlich bleiben. Hier werde ich erstmal wohnen bleiben. Ich weiß gar nicht, wie lange geht die Aufnahme. Oh, gerade eine Stunde. Naja, komm. Mach ich noch eine Folge, ich weiß es nicht. Vielleicht schneide ich die dann auch zusammen. Ich glaube, so wäre es am sinnvollsten. Ja komm, ich mache jetzt erstmal ein paar Wände. Erstmal nur, dass man reinkommt. Das wird natürlich später noch vergrößert. Ich weiß, sowas hatten wir ja letztens erst, aber was willst du machen? So, hier kommt auf jeden Fall auch noch alles Erde hin. Mensch, ich wollte schon längst fertig sein mit der Aufnahme. Jetzt sitze ich hier immer noch. Oh, Lehm. Den nehmen wir uns natürlich gleich mit. Wasseraffinität wäre auch mal geil mit so einem Helm. Vielleicht verzauber ich mir meine Eisenrüstung auf Level 8. Oder Level 7. Das ist immer ganz gut. Von Anfang zumindest. Wenn man noch keine Bücherregale hat, aber schon so ein Enchantment Table. So. Gut, dann baue ich schon noch mal ein bisschen weiter ab. Jetzt kann er nicht mehr ins Wasser fallen.
So, hier haben wir doch auch Schweine, das ist ja gut. Können wir ja also auch eine Zucht betreiben. Ich weiß gar nicht, ob das... Ist das für euch jetzt laut mit dem Gras? Ich weiß es nicht. Ob man mich dann noch hört. Na gut, ich rede ja eh nur Unsinn, das muss man nicht hören, aber... Es geht mir ums Prinzip. Vielleicht erzähle ich ja doch mal irgendwann ausnahmsweise was Wichtiges. Was ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen kann. So. Wir haben ja ein bisschen wieder Überbevölkerung, ne, an Schweinen. Und ich glaube, ich reiße schon wieder ein bisschen zu viel weg. Aber da haben wir dann wenigstens genug Erde, ne? Darum geht's mir. Warte mal. Ich mach mal Folgendes. Hier vielleicht mal so ein Ding mitnehmen. Siehst du, kriegt nur 2 Gras. Wie wenn ich das jetzt hier abbaue. So, finde ich ein bisschen merkwürdig, aber... Also ich fände es eigentlich besser, wenn man dann gleich den ganzen Block gibt, kriegt, wie im Creative Inventar zu finden ist. So, komm hier, das mache ich auch mal alles weg. So, mache ich das mal hier mit Holz, ne? Mache ich den Boden mal. Ja, in dem ersten hatten wir Birkenholz. Na komm. Aber hier müssen wir uns dann mit Eichenholz zufrieden geben. Aber ich glaube, wir können auch mal das Dark Oakwood nehmen, oder? Das können wir dann später nehmen. Und ich könnte auch schon mal... Komm, ich fahre mir jetzt hier schon mal so ein paar Bäume ab. Hier den zum Beispiel... Gut, das steht so nah im Wasser. Ich will nicht, dass es reinfällt. Nehme ich den hier. Oh, das war eine mächtige Arbeit hier. Und die kann man ja nicht einzeln pflanzen. Die kann man nur im 4x4 pflanzen, wie bei Tropenbäumen. Oh, das dauert ziemlich lang. Und dann noch mit der Steinaxt. Na gut, die Axt muss aber eh kaputt gehen. Angeln wollte ich demnächst auch mal. Obwohl, bei Angeln könnte ich eigentlich mal doppelte Geschwindigkeit machen, weil das ist jetzt wirklich ziemlich unspannend. Aber da kriegt man vielleicht mal ein paar Name-Tags und sowas. Komm, ich mal jetzt erstmal das weg. So. Mensch, wie viel Holz wir da kriegen. ...50 Holz von einem Baum. Ja, das ist ja mal geil. Ist ja fast wie bei Tropenbäumen. Ah, nur fast. So, ja, mal 55 schon wieder fertig. Ach, ich kann gar nicht essen. Gut, dann tue ich das erstmal rein. Hier noch das raus. Redstone kann rein, das kann rein, der Faden. Dark Oakwood, ach, ich wollte jetzt ja in der Kiste craften. Geht immer ganz gut. So, dann reiße ich das jetzt doch wieder raus. Tut mir leid, aber es muss sein. Ich mache mir mal gerade eine neue Axt. Ah nee, aus Eisen, bitteschön. So, geht wesentlich schneller. Bei der Steinaxt ist immer so zum Einschlafen. Ich sollte eigentlich mal die Aufnahme beenden. Ich wäre schon wieder ziemlich still. Am Anfang der Aufnahme geht es immer noch. Aber jetzt wird es ja noch schlimmer. Ich muss das Texture Pack unbedingt mal updaten hier. Das geht ja gar nicht mit dem. Na gut, die nächste Aufnahme wird aber wahrscheinlich erst in 2 Wochen sein. So viel wie ich hier vorproduziere.
So. Prelude in C heißt das. Sieht schon cool aus. Bisschen edel. Eigentlich noch ein bisschen edler als dieses Brockenholz. Das Haus wird natürlich noch vergrößert. Ich möchte zuerst mal nur was Sicheres haben. Huch. Das war eins zu hoch. Ich baue jetzt hier einfach nur mal so einen grauen Kasten hin. So. Da eine Fackel. Da zwei Fackeln. So. Muss erstmal reichen für den Anfang. Und das werde ich natürlich noch vergrößern, das Haus, ist keine Frage. Das war ziemlich lautes Geräusch. Ja komm. Dann sollte ich vielleicht auch schon mal ein Feld anlegen. Ach komm, mach doch mal hier. Ich klicke mal falsch. Pflasterstein natürlich rein. Und es wird Nacht, ich klicke mich hin. Kann natürlich ganz viel weh schreiben jetzt. Na, wer brennt denn da schon wieder? So, ich würde mal sagen, was soll ich das? Ich baue das jetzt am Wasser an, komm. Ich weiß ja noch nicht, wo die Felder dann später hinkommen. Baue ich das mal hier an. So, Zuckerrohr, ach, da geht nicht. Weil wir brauchen ja Bücher. Mache ich jetzt erstmal alles voll mit Zuckerrohr und hier reiße ich nochmal eine Zeile raus. Wegen dem Einsammeln. Und hinter das Zuckerrohr können wir eigentlich hier die Erde beackern, weil da können, das saugt sich dann trotzdem noch voll, weil es noch nicht zu weit weg vom Wasser ist. Und da können wir jetzt erstmal Karotten anpflanzen. Erstmal nur von Anfang. Das wird natürlich später noch geändert und dann noch Weizen. Und hier noch ein bisschen was weg. Jetzt haben wir das nämlich perfekt ausgenutzt hier. Komm, dann mache ich noch einen Erdblock hin. Und, ach so, muss ich jetzt beackern. So, da haben wir noch gar nicht genug Samen für. Da dresche ich hier einfach mal durch. Auch wenn das Geräusch jetzt vielleicht ein bisschen nervig sein könnte, aber ist ja egal. Ich kann noch mal das Gras hier anbauen. Noch mal. So, 8 Samen wird auch nicht reichen. Na komm, egal. Bleibt dem ein bisschen was frei. Ich glaube, ich beende die Aufnahme hier dann mal. Reicht sowieso. Ich krieg das schon irgendwie hin mit dem Schneiden. Das sind die Folgen immer kürzer, ist doch egal. Vielleicht bringe ich jetzt auch mal täglich eine Folge oder sowas. Ich weiß es noch nicht. Damit ich nicht allzu viel vorproduziert habe. Na gut. Dann werde ich mich jetzt erstmal hinstellen und die Aufnahmen stoppen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.